1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben Dienstagnacht und das ist ja immer eine Themennacht bei uns. Und unser Thema heute Nacht heißt Mein zweites Leben. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr sagt, ja, ich habe ein zweites Leben. Ich hatte irgendwie zum zweiten Mal nochmal Geburtstag. Das kann zum Beispiel sein nach einem Unfall, der fast tödlich verlaufen wäre, nach einer schweren Krankheit, wo euch vielleicht alle Leute schon aufgegeben hatten, aber ihr seid dann doch gesund geworden und habt ein zweites Leben geschenkt bekommen. Es kann aber auch sein, vielleicht, wenn jemand sehr lange unzufrieden in einer Beziehung war, vielleicht Jahre oder Jahrzehnte, und dann kommt eine neue Liebe und dann sagt man, Mann, ich blühe auf, das ist wie mein zweites Leben. Oder aber vielleicht war jemand von euch lange Jahre erfolgreicher Manager, irgendwo in der Industrie zum Beispiel, und hat dann alles hingeschmissen und arbeitet jetzt auf einem Bauernhof und ist Ökobauer und sagt, ja, das ist mein zweites Leben. Also, gerne möchte ich mit euch darüber sprechen, wenn ihr so einen Verlauf in eurer Biografie hattet. Und wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, oder mailt unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer, damit wir euch zurückrufen können. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Markus und Markus ist 36 Jahre. Guten Morgen, Markus. Hallo, Domian. Hallo, Markus. Dein zweites Leben. Habe ich noch vor mir. Hast du noch vor dir? Und zwar, wir wandern im Dezember aus nach Griechenland. Ach, wer ist wir? Deine Frau? Meine Frau und meine Kinder. Wie viele Kinder hast du? Ihr? Zwei aus erster Ehe, zwei Söhne, ja. Wovon der Große mitkommt. Ja. Eine Tochter, die Frau mitgebracht hat. Ja, und das dritte Kind, was unterwegs ist, oder vierte in dem Falle. Wie alt sind die Kinder, die mitkommen? 13 und 10. 13 und 10. Wollen die das? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle? Mhm. In dem Alter verlässt man ja eigentlich ungern so die... Also die Heimat, das Umfeld, die Schulfreunde und so weiter. Meine Tochter, die ist 10, die läuft jeden Tag zu Hause rum, wann. Mhm. Mein Sohn, der noch bei seiner Mutter lebt, der jedes Mal, wenn er hier ist, wann ziehen wir um, wann ist es soweit? Mhm. Und Wann ist es denn genau soweit? Ende November, Anfang Dezember. Ende November. Und wohin in Griechenland? Der Ort heißt Assos, kleiner Ort mit 800 Einwohnern. Liegt 8 Kilometer von Igoumenitsa Richtung Süden. Von was? Von Igo? Igoumenitsa ist ein Fährhafen. Ah. Der liegt also Igoumenitsa liegt 20 Kilometer unterhalb von Albanien. Ah, also sehr östlich. Sehr östlich gesehen. Aha. Warum? Warum wandert ihr aus? Und warum rein nach Griechenland? Hat mehrere Gründe. Allein durch meine Arbeit, durch meinen Beruf. Was machst du? Ich bin Fernfahrer. Ja. Und fahre also Deutschland, Griechenland, Griechenland, Deutschland. Aha. Also da ist es völlig wurscht, ob du in Deutschland wohnst oder in Griechenland. Das ist egal, ich könnte auch in Italien wohnen. Das heißt, deinen Beruf gibst du gar nicht auf? Nein. Ich werde weiterhin Fernverkehr fahren. Mhm. Auch bei derselben Firma auch? Auch bei derselben Firma, ja. Ah ja. Mit dem Vorteil, die Firma hat weniger Geld, die sie bezahlen müssen. Ja. Weil die meisten Wochenende verbringe ich sowieso in Griechenland. Ja. Und ob ich jetzt in Griechenland irgendwo am Rastplatz stehe oder irgendwo im Hafen stehe, ja, oder ob ich zu Hause bin, komme ich selber raus. Ja, ist nur schöner für dich. Auf alle Fälle. Ja. Und für die Firma braucht mir keine Spesen zu zahlen. Mhm. Der zweite Grund, nicht falsch verstehen, aber das Leben ist für mich oder für uns in Deutschland nicht mehr lebenswert. Mhm. Es hängt allein mit der Politik an. Mhm. Ist die Politik da unten besser? Sagen wir mal, man hat mehr Ruhe. Meinst du? Ja. Ja? Mhm. Die Gesetze sind wesentlich lockerer als hier. Mhm. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich hier auf mehr Sachen verlassen kann vielleicht, als in anderen Ländern. Nein, nicht unbedingt. Also nicht unbedingt. Ich habe da oben ein Haus, mhm, was ich hier nicht habe. Ich habe knapp 6000 Quadratmeter Grundstück. Ja, das hast du schon alles so vororganisiert. Das habe ich alles schon, ja. Das heißt, wie kam es denn überhaupt zu diesem Ort? Der ist ja doch nun eher ein kleiner, ungewöhnlicher Ort. Warum gerade dort?
Es ist so, ein Arbeitskollege wohnt schon seit 10 Jahren da unten. Ja. Und wo ich damals bei der Firma angefangen habe zu arbeiten, war so, dass wir uns von auf Anhieb super verstanden haben. Mhm. Und die Frau, also sind beides Deutsche. Mhm. Ja, und meine Frau verstand sich auch mit ihr gut. Beide haben sie am selben Tag Geburtstag. Ach so. Also war das ein Zufall, dass es euch dann gerade dahin verschlagen hat? Richtig. Und die waren für mich dann, also die, oder die Frau war für mich die Person, ja, die, also der griechischen Sprache mächtig ist. Ja, Stichwort, gute Stichwort. Bist du der griechischen Sprache mächtig? Ich kann nach dem Weg fragen, ich kann mein Essen bestellen. Ja, ist doch nicht so viel. Den Rest muss ich mir dann... Musst du da lernen, ja. Muss ich natürlich erlernen. Weil das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wenn man auswandert, dass man die Sprache des Landes unbedingt beherrschen sollte. Das nicht nur, wenn ich auswandere. Ich bin Fernfahrer und ich bin nicht nur Griechenland gefahren, ich bin Spanien gefahren, ich bin Italien gefahren. Ja. Und für mich steht immer, oder ich habe von Anfang an immer gesagt, in das Land, in das ich fahre, da möchte ich mich wenig verständigen können. Ist klar, ist klar. Deswegen finde ich ja auch immer, dass Leute, die zu uns kommen, die nach Deutschland kommen, aus anderen Ländern, dass die hier unsere Sprache auch lernen müssen und sollen. Damit die, ganz deiner Meinung. Und umgekehrt natürlich auch, wenn wir Deutsche irgendwo anders hinsiedeln, natürlich ist das erste Gebot die Sprache lernen. Was sagt deine Frau zu der ganzen Angelegenheit? Am Anfang sehr skeptisch, am Anfang mit sehr, sehr viel Angst. Mhm. Es ist ganz klar ein großer Schritt. Das glaube ich auch, ja. Sie verlässt ihre Mutter, sie verlässt ihre Schwester. Ihr gesamtes Umfeld hier? Ihr gesamtes Umfeld. Ja. Ist sie berufstätig auch? Sie war berufstätig sie ist noch bis Ende Oktober, bis Ende September berufstätig. Mhm. Dann hat sie ihren Job gekündigt. Ja. Weil es hat natürlich auch einiges Arbeiten noch hier zu Hause zu tun. Was hat sie gemacht beruflich? Sie ist PTA. Sie hat in der Apotheke gearbeitet. In der Apotheke. Mhm. Und wird sie unten auch irgendwie einen Job haben oder erstmal nichts machen? Sie wird bei der Freundin, die unten wohnen, die haben einen kleinen Minimarket, also einen kleinen Supermarkt, da kann sie nebenbei was machen. Ja. Wie gesagt, sie ist schwanger. Im Dezember kommt auch... Stimmt, da hat sie erstmal anderes zu tun. Als das Kind kommt im Dezember zur Welt. Ja. Es soll auch in Griechenland kommen. Es soll dann schon in Griechenland kommen. Das soll auch in Griechenland kommen. Mensch, Markus, das ist ja wirklich ein ganz, ganz großer Einschnitt in euer Leben. Aber einen schönen, hoffe ich. Ja, also ich finde das sehr, sehr mutig, wenn Leute so etwas machen. Wenn man sich das genau für bedacht hat und man sicher ist, das ist mein Land und ich will da auch leben, finde ich das eine tolle Sache. Das ganze Leben ist angenehmer unten. Es ist wirklich angenehmer. Die Menschen sind wesentlich freundlicher. Für mich in meinen Augen, obwohl ich Deutscher bin, aber Deutsche sind für mich ein Land voller Egoisten und Sturköpfe. Und in Griechenland ist es nicht so. Man geht in eine Kneipe und man wird von jedem angesprochen. Ja, so erlebe ich das auch, wenn ich in Urlaub bin. Aber ich bin immer skeptisch, ob das genauso ist, wenn man dann wirklich da lebt, in welchem Land auch immer, und dort einen Alltag hat. Ob das dann auch immer so rosig ist, denn es gibt solche und solche überall. Ne? Ich fahre also lange genug jetzt Griechenland runter und ich merke es immer wieder, ich komme immer wieder in dieselbe Orte. Mhm. Und man baut sich irgendwo auch Bekanntschaften in diesen Orten auf. Mhm. Man hat hier einen Autohof, man hat da eine Gaststätte, wo man ab und zu mal essen geht. Mhm. Man lernt die Leute kennen, man kommt immer wieder hin. Und es gibt keinen Unterschied, ob ich jetzt das erste Mal hinkomme. Aha, also du bist begeistert von den Leuten, das merke ich schon. Jetzt würde ich gerne nochmal zu den Kindern fragen. Die Kinder müssen ja doch zur Schule gehen. Die kommen auf eine deutsch-griechische Schule. Ach so, das gibt es da in der Nähe. Die gibt es. Ah ja. Gut, Nähe nicht unbedingt, es ist 40 Kilometer entfernt. Und da müssen sie jeden Tag hinfahren? Da müssen sie jeden Tag, also der Bus fährt eine Dreiviertelstunde. Mhm. Dafür habe ich gesorgt, weil die Schulbildung, das war für mich eine Voraussetzung. Ja, natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Die sollen einen vernünftigen Abschluss haben. Ja. Und dieser Abschluss wird in Deutschland zu 100% anerkannt. Also Markus, ich weiß ja nicht, ob du da unten eine Satellitenschüssel haben wirst. Auf alle Fälle. Das heißt, dann könntest du uns da unten auch erreichen. Auf alle empfangen. Fälle. Ich würde ja sehr gerne mit dir nochmal so sagen wir mal, im Dreivierteljahr sprechen. Kein Problem. So wie die ersten Erfahrungen, vielleicht zunächst das Frühjahr, so um Ostern rum. Ja. Nach unserer Osterpause. Können wir machen. Dann würde meine Redaktion dich gleich nochmal anrufen, um zu vereinbaren, wie wir dich dort erreichen. Ja. Und dann wäre ich sehr interessiert zu erfahren, wie so der Start funktioniert hat in Griechenland, in das zweite Leben hinein. Ja, das machen wir sehr gerne. Markus, dann wünsche ich jetzt dir und deiner Familie wirklich alles Gute. Danke. Und wirklich einen guten Anfang dort unten, dass es alles so wird, wie ihr euch das vorstellt und dass ihr dort ein gutes Leben werdet haben können.
Meine Frau lässt bitten, ob du noch ein Autogramm für uns hättest. Ja, wenn wir euch jetzt gleich nochmal anrufen wegen der organisatorischen Sachen, dann sagt ihr uns eure Anschrift und dann klappt das. Alles klar. Okay, alles Liebe, alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt mein zweites Leben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die von sich aus sagen, das ist mein zweiter Geburtstag und das ist eine ganz, ganz neue Lebensphase, in die ich da eingetreten bin. Könnte beispielsweise auch jemand sein, der einen gigantischen Lottogewinn gemacht hat und danach dann sagt, ja, das war wie mein zweites Leben, oder wie ich es vorhin schon gesagt habe, vielleicht jemand nach einer sehr schweren Krankheit, die eigentlich aussichtslos war und alle hatten schon gesagt, das gibt nichts mehr, und dann seid ihr dennoch gesund geworden und sagt, das ist mein zweites Leben, mein zweiter Geburtstag. 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio und im Fernsehen, dann meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Jochen ist hier. Jochen ist 62. Guten Morgen. Hallo? Ja. Ja, hallo Jochen. Ja, ich bin's. Ja, ich auch. Ich bin's auch. Du bist jetzt dran. Ja, okay. Das ist sehr schön, dass du da bist, Jochen. Ja. Und hast dich zu unserem Thema mein zweites Leben gemeldet. Ja, habe ich. Jetzt bitte ich dich mal, den Ton vom Fernseher ganz runter zu drehen. Ja. Oder vom Radio, je nachdem, wie du uns empfängst. Sonst habe ich im Hintergrund immer so ein Echo. Ist es besser? Das will ich jetzt hoffen, ja. Ja. So, jetzt aber zum Thema, mein zweites Leben. Ja, ich habe gehofft, dass mein zweites Leben ein bisschen besser anfangen würde. Und zwar bin ich jetzt aus dem Arbeitsleben ein bisschen raus und wollte meinen Ruhestand also sich genießen. Ja. Und dann bin ich zu einer routinemäßigen Untersuchung beim Arzt gegangen und der hat mir gesagt, ich habe Leukämie. Ach du je. Ach du je. Und du hast keine Anzeichen verspürt von gar nichts? Gar nichts. Ich bin in den letzten Jahren nicht krank gewesen, ja, habe nichts gespürt, fühle mich pudelwohl. Ja. Und plötzlich sind meine weißen Blutkörperchen irgendwie in die Höhe geschossen und jetzt muss ich sehen, dass ich damit lebe. Ja, das heißt chronische, das heißt CLL nennt sich das. Mhm. Das heißt, du wolltest quasi jetzt dein zweites Leben anfangen als das Pensionär und dir eine schöne Zeit machen. Ja. Und jetzt so eine Hiobsbotschaft. Wann hat der Arzt dir das gesagt? Das habe ich jetzt vor gut 14 Tagen erfahren. So frisch ist die Information noch. Was bedeutet jetzt diese Erkrankung? Kann man da was machen? Wie gefährlich ist es? Ja, ich habe jetzt schon etliche Untersuchungen hinter mir. Mhm. Man hat eine Beckenkammstanze bei mir gemacht. Was ist das? Das Beckenkammstanze. Mhm. Da wird aus dem Beckenknochen ein 20 mm tiefes Knochenmark rausgeholt. Ah, ja. Und das wird dann eingeschickt zu einem Pathologen, wird untersucht und da kann man dann ganz genau feststellen, eben woher das stammt und wie das Ganze läuft. Der Befund ist aber noch nicht zurück. Doch, der ist zurück. Ich weiß, dass ich dadurch diese chronische Leukämie habe, also CLL nennt sich das Ganze. Ja. Und jetzt habe ich dann nächste Woche einen Termin bei einem Hämatologen und muss dann eben eine Therapie machen. Ich weiß nicht, ob es eine Chemotherapie oder was es ist, das erfahre ich dann erst bei dem Arzt. Ja. Die Ärzte, mit denen du bisher Kontakt hattest, haben die dir Mut zugesprochen, dass sie gesagt haben, ja, das wird man in den Griff kriegen? Oder klang es sehr ernst? Ja, diese Art der Leukämie ist nicht so akut, sage ich mal. Das ist eine schleichende Leukämie. Man kann sie vielleicht stoppen. Ich habe mich da schon mal jetzt so, weil ich ja Zeit habe, mal so ins Internet reingehangen, habe mir da mal einige Sachen rausgeholt, um mich selber zu informieren. Man ist ja ein bisschen dumm. Man hat ist ja wie vom Kopf geschlagen. Man weiß ja gar nicht. Man ist völlig baff, wenn man so. Ja, natürlich. Ist. Ja, ja. Wie bist du denn so in der ersten Reaktion damit umgegangen, als der Arzt dir das sagte? Du warst ja völlig unvorbereitet. Natürlich, da habe ich gesagt, scheiße. 45 Jahre hast du jetzt gearbeitet, freust dich, denkst, du kannst jetzt deinen Ruhestand ein bisschen genießen, kannst deinen Hobbys nachgehen
Und dann sowas. Sowas und so. Ich bin im Krankenhaus gewesen, zur Untersuchung, alles Mögliche hat man mit mir veranstaltet. Und Arztbesuche von einem zum anderen. Und nach der letzten Krankenhausdiagnose habe ich dann noch so einen Silberblick gekriegt. Jetzt kann ich ja nicht mehr Auto fahren. Ich sehe alles doppelt. Ich sehe dich jetzt im Fernsehen zweimal, zwei Fernseher nebeneinander. Wie ist das erklärbar? Hat das mit der Erkrankung was zu tun? Ja, das weiß das, man nicht. Man rätselt jetzt noch darüber. Oder ist das eine psychische Sache vielleicht auch? Einer sagt, das wäre Stress, aber das ist auch schon über 14 Tage her, dass ich jetzt mit dem Problem leben muss. Ne? Also es kommt eins aufs andere im Moment. Ja, das ist noch dazu gekommen. Bist du alleine oder hast du eine Frau? Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ja. Und die unterstützen mich auch sehr in dieser ganzen Sache jetzt. Ja, ne? War die für die Familie natürlich dann auch ein Schock, als sie es gehört haben. Natürlich. Aber da hast du wirklich recht, das geht sicher oftmals Menschen so, dass sie ihr Leben lang hart arbeiten und dann sind sie endlich Rentner und freuen sich auf schöne Zeiten und schöne Tage und dann kommt eine Krankheit dazwischen. Ja, ich habe im August hatte ich noch Urlaub, da, um eben die alten Zeiten abzugelten und so weiter. Ne? Da habe ich angefangen, mein Haus zu renovieren, alles, was man bedarf, ja Zeit, dann kannst du das machen. Und und dann kriegst du plötzlich so... Also nahtlos quasi aufeinander folgte. Ja, das war eine Routine. Bin routinemäßig zum Arzt. Ja. Ich gehe so alle vier Monate mal hin, lass mich untersuchen, was man als ganz normaler Mensch macht. Was? Vor vier Monaten war noch gar nichts. Und jetzt plötzlich, hallo. Achso, vor vier Monaten hattest du auch schon mal eine Untersuchung? Und ja, da war alles in Ordnung. Im April war ich schon mal, hab mich durchchecken lassen. Das heißt, das Ganze ist jetzt sehr früh erkannt. Das ist doch vielleicht sehr gut. Ich hoffe, das ist doch im Anfangsstadium. So, jetzt wollen wir mal, trotz aller negativen Sachen im Moment, wollen wir mal positiv nach vorne gucken. Ja. Und gehen wir mal davon aus, dass die Ärzte das bei dir richtig und gut in den Griff bekommen. Was sind deine Pläne jetzt für das zweite Leben, die Zeit des Ruhestandes? Was möchtest du gerne machen, wenn die Gesundheit das zulässt? Also ich habe ein eigenes Haus, ich habe ein Grundstück, ich habe Arbeit praktisch genug, wenn man so will. Nicht? Also viel so zu Hause rumbasteln und... Ja, und dann Hobbys nachgehen und so weiter. Ja? Was sind deine Hobbys? Ja, ich sammle Briefmarken zum Beispiel. Das, da, wo man viel sich mit beschäftigen kann. Also, du machst ja keine Sorgen, wenn du fit bist, du kriegst die Zeit schon gut rum. Ach, natürlich. Und hast Spaß an diesen Sachen. Ich sehe dem Ganzen auch irgendwie optimistisch entgegen. Ist auch eine gute Grundhaltung. Und vielleicht ist es... Ich will mich jetzt nicht von der Krankheit irgendwie unterkriegen lassen. Ich habe schon vorhin gesagt, mein Motto heißt, Leben heißt kämpfen. Ja. Man darf sich nicht unterkriegen lassen. Ja. Gutes Motto. Und dann wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen, dass das ja so frühzeitig erkannt worden ist, dass man dir wird gut helfen können. Und dass du noch viele, 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 viele Jahre und Jahrzehnte noch deinen wohlverdienten Ruhestand wirst genießen können. Ich danke dir. Lieber Jochen, toi, 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 alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. Mein zweites Leben heißt unser Thema. Und wenn ihr mich auch gerne dazu anrufen möchtet, wenn ihr in eurer Biografie so etwas erlebt habt oder vielleicht gerade eben erlebt, dann meldet euch bei uns unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Benjamin, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Benjamin. Hi Domian. Ja, hi. Ich wollte mich bei dir ganz, ganz, ganz lieb bedanken, dass du mein Leben verändert hast. Ich? Ja, du. Ich weiß nicht, ob du dich an unser Gespräch noch erinnern kannst. Das war am 1.9. letztes Jahr. Und zwar bin ich aus der rechten Szene ausgestiegen. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich gut sogar. Ja, das ist doch prima. Und zwar habe ich dann den Staatsschutz aufgesucht. Und der hat mir gesagt, entweder ich soll ins Zeugenschutzprogramm oder ich soll mit den Leuten aus der Betreuung sprechen. Also ich war in der Jugendhilfe. So, und die außer Betreuung, die haben zu mir gesagt, das ist eine Stelle in einer anderen Stadt, die will ich jetzt aber nicht nennen, frei. Ja, und dann bin ich dahin gezogen und seitdem habe ich mit der rechten Szene gar nichts mehr zu tun.
Das ist ja super. Und du bist jetzt quasi durch unsere Sendung, ist so der Kontakt zum oder zu deiner Initiative entstanden. Bist du initiativ geworden? Oder? Ja. Ja. Das heißt, durch unser Gespräch ist dann viel in die Gänge gesetzt. Ja, ja. Ich habe mich sofort, nächsten Tag habe ich mich mit meinem Betreuer zusammengesetzt und so. Der hat gesagt, ich soll mit den Startschuss sprechen. Ich hatte ja auch einige Anzeigen am Laufen, die leider noch nicht beendet sind. Ja. Und jetzt aber, also ich habe jetzt gar, ja, also ich habe jetzt ausländische Freunde. Ja. Jetzt nur noch Hip-Hop mit Rechtsrock oder sowas habe ich gar nichts mehr zu tun. Ja. Und jetzt sag nur mal, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Wie lange warst du in der rechten Szene gewesen? 6 Jahre. 6 Jahre, das ist ja, also du bist ja quasi als Kind da reingerutscht, ne? Durch den Vater, ne? Ja, so war das. Das war familiär bedingt auch. Ja. Jetzt bist du seit der Zeit, seit einem knappen Jahr, kann man sagen, draußen. Genau. Was machst du jetzt so? Was ich jetzt mache? Mhm. Also ich bin jetzt zurzeit leider arbeitslos. Ich suche Arbeit, wie so viele Menschen hier in Deutschland. Ja. Und hast du eine Lehre? Hattest du eine Lehre vorher gemacht? Nee, ich fange ab Februar den Realschulabschluss an. Ah ja. Super. Dass ich den hinkriege. Ja, den wirst du auch hinkriegen. Ja, hoffe ich mal. Ja klar, wenn du dich auf den Hosenboden setzt, dann wird das auch klappen. Und das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, wenn du die mittlere Reife hast. Ja, das stimmt, weil sonst hast du auf dem Arbeitsmarkt hast du keine Chancen. Genau. Was ist denn so der Wunschtraum? Wo soll es denn hingehen bei dir? Informatiker, Spezialbereich Hardware. Ah ja, das sind hier ganz klare Vorstellungen. Ja. Vielleicht wäre es sogar ganz schlau, wenn das gut klappt mit dem Realschulabschluss, vielleicht noch einen draufzusetzen und Abi zu machen. Und Abi? Aber da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Das erste Ziel ist jetzt der Realschulabschluss und da muss man weitersehen. Gibt es irgendwie noch, irgendwo doch noch Kontakte zur rechten Szene? Nee, gar nicht. Mehr. Keine Freunde in Anführungszeichen von damals? Nee, gar 0,00. Wir hatten ja gerade Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Hör auf, ich kriege eine Krise. So, und da hat die NPD ja nun kräftig abgesagt mit über 7%. Was denkst du dazu? Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Also das kann ich gar nicht nachvollziehen, ja, dass die Politiker da nichts gegen machen. Also die wollen ja jetzt irgendwas machen, habe ich gelesen, die SPD und die FDP und so. Aber naja, das versuchen die ja schon so lange, ne? Die Frage ist, was glaubst du? Du bist ja, kennst ja nun diese Szenen ganz gut. Warum wählen die Leute NPD? Ja, weil das sind die meisten jungen Wähler, die haben keine Ahnung vom Leben, die haben kaum Freunde und so. Mhm. Ja, und dann rutschen sie da halt rein und dann wählen sie die NPD, weil sie meinen, zum Beispiel, die sind jetzt im Ghetto aufgewachsen und dann denken die, ach, die scheiß Ausländer, die haben mich immer verhauen, jetzt will ich die NPD. Mhm. Und das sind eigentlich so, wenn ich das mal so sagen darf, Idioten, die keine Ahnung haben. Wenn du zurückdenkst, die Jahre im braunen Sumpf, ne, kann man ja so sagen. Was ist das, was du am meisten bereust, was du damals gemacht hast? Dass ich die Anzeigen kassiert habe wegen gefährlicher KV und so weiter. Körperverletzung. Ja, und dass ich die Ausländer beleidigt habe. Mhm. Mhm. Aber Benjamin, ich hab's ja vorher ja schon gesagt, ich finde das super, dass du in deinen, du bist ja so ein junger Kerl noch, dass du selbst den Dreh gekriegt hast und selbst die Kraft gehabt hast. Ja, was hab ich dir zu verdanken? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann, ja. Ja, aber ich habe vielleicht einen kleinen Anschluss noch gegeben, aber du hast es durchgezogen und du machst es und du hältst es jetzt schon ein Jahr durch. Deshalb Hut ab vor dir. Ich finde das super toll und niemand wird dir irgendwann mal noch Vorwürfe machen, dass du vorher da warst. Ja. Das war eine Jugend, ich würde das jetzt wirklich als Jugendsünde abbuchen bei dir und finde toll, dass du jetzt so gehst, wie du gehst. Ja, das Problem war ja, also ich habe ja am 1.9. mit dir telefoniert und am 2.9. stand die NPD direkt vor meiner Tür. Ach. Und hat mich bedroht und wollte mich schlagen. Und die hatten das hier mitgehört? Ja. Aha. Also gehe ich davon aus, dass sie das jetzt auch gerade wieder mithören, aber das interessiert mich ja nicht, weil die ja nicht wissen, wo ich bin. Du bist weit weg und unerreichbar. Genau. Mhm. Die standen bei dir vor der Tür? Die standen bei mir vor der Tür. Und wie? Ich habe gesagt, ich habe gar nichts gemacht und so. Mhm. Und da wollten sie mir einen draufgeben, aber da kam so ein Typ von Spielothek. Ich habe
über so eine Spielothek gewohnt, ja, der so ein bisschen kräftiger war und dann... Also haarscharf nochmal gut gegangen. Gott sei Dank, ja. Und danach haben sie dich in Ruhe gelassen? Ja, es ging. Also ich hatte 2-3 Tage später hatte ich eine Deckwohnung. Also eine versteckte Wohnung quasi. Genau. Das hat die Polizei und die Leute schon für dich organisiert dann. Genau, weil das ging nicht mehr. Ich habe gesagt, ich halte es da keine Sekunde länger auf. Nach Münster kann ich auch nicht mehr zurückgehen, weil die suchen mich wie ein Luchs. Ja. So, jetzt beenden wir mal das Gespräch. Nicht, dass dir noch irgendwie rausrutscht, wo du jetzt bist. Das wollen wir um Gottes Willen nicht. Nee, das rutscht man nicht raus. Lieber Benjamin, nochmals wirklich meinen Respekt. Den möchte ich ja aussprechen. Und wünsche dir alles Gute für alles Weitere jetzt. Ja, mit dem Realschulabschluss, das finde ich saugut. Und mal sehen, wie es dann weitergeht. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das super wird. Und ich wünsche dir noch alles Gute. Und ich hoffe, dass du noch mehr so Leuten helfen kannst wie mir, weil das war eine Bombe von dir. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das freut mich wirklich sehr, aber wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr. Schön. Mach deine Sendung so weiter, die ist echt prima, ja? Toll, dass wir die Rückmeldung von dir bekommen haben. Vielen Dank, Benjamin. Ja, kein Problem. Alles Gute, tschüss. Okay, danke, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem heutigen Thema, mein zweites Leben. Jetzt geht es weiter mit Kali. Kali ist 25 Jahre. Ist Kali ja ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Ein Mann. Aber es ist ein weiblicher Name. Das ist die indische Göttin der Zerstörung des Bösen. Siehste, ich hab's mir doch schon, hab's ja schon gedacht. Hast du die indische Göttin? Ganz genau, die Zerstörung des Bösen. Aber dieses Name habe ich von einer erleuchteten Frau bekommen, von Amma. Das ist nicht mein eigener ausgewählter Name, sondern von einem Guru, was du mir gepasst hast. Also sie wusste ganz genau, welches Mantra ich bekommen soll. Aha, also das ist eine ganz andere Geschichte, wahrscheinlich noch. Du hast aber angerufen zu unserem Thema, mein zweites Leben. Ganz genau. Also ich befinde mich auch jetzt in einer totalen Umbruchphase und beginnt so mein neues Leben, mein zweites Leben oder das Eigentliche. Ich baue zurzeit gerade hier in Siegen einen Hare Krishna-Tempel auf. Jetzt bitte ich erstmal, den Hörer irgendwie ein bisschen anders zu halten, dann kann ich dich besser verstehen. Das klingt so vermatscht. Ja, aus eigener Kraft und aus eigener Initiative. Moment, du baust in Siegen einen Hare Krishna-Tempel auf. Ja. So, fangen wir mal ganz unten an. Hare Krishna, was für eine Religion ist das? Das ist, also das heißt eigentlich richtig Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Kommt aus Indien. Und, hat das mit Hinduismus etwas eher zu tun oder mit Buddhismus? Hinduismus. Mit Hinduismus. Also stammt aus Hinduismus, aber also es ist offen eigentlich für alles, also für jede Religion. Es geht einfach um die Liebe zu Gott. Ja. Und glaubst du, ich muss ganz, ganz, ganz schlichte Fragen stellen, weil die meisten, meine Person eingeschlossen, in Sachen Hare Krishna nicht bewandert sind. Glaubst du an einen Gott oder mehrere Götter? Ich glaube an einen Gott. An einen Gott. Buddhismus glaubt auch nicht an mehrere Götter. Also das ist im Westen einfach so eine falsche Information oder falsche Interpretation. Also es gibt einen, das Allerhöchsten, und es gibt aber viele Manifestationen Gottes. Und so. Krishna ist einer von Manifestationen von dem Allerhöchsten halt. Ja, jetzt habe ich gerade schon so gehört von der Sprache her, du bist nicht in Deutschland... Nein, ich bin in Bosnien geboren. Du bist in Bosnien geboren. Und warst du vorher Atheist oder Christ oder was? Christ, katholisch, also ich bin weiterhin auch katholisch. Und ja. Wie kam denn jetzt der Umschwung hin zu Hare Krishna? Hare Krishna ist doch einfach ein Weg zu Gott. Also jeder, ein Moslem oder ein Hindu, ein Buddhist, ein Christ kann diesen Weg halt eingehen halt. Muss ich nur öffnen, muss nur... Okay, aber wer hat dich darauf aufmerksam gemacht? Warum? Durch ganz Zufall. Ich würde sagen jetzt, dass es nicht Zufall ist. Es gibt in Köln Kalk, ein Hare Krishna-Tempel. Und dann habe ich zufällig so keinen Flyer bekommen vor 5-6 Jahren. Eine Broschüre, ein Faltblatt, wo einiges drin stand. Einfach so 15 Uhr Sonntagsfest und ah, ja. Und
nur Hare Krishna, Hare Rama drauf. Also. Und dann hat's gezündet bei dir. Hast du so habe ich mir aus Neugierde habe ich mir einfach so reingeschaut, was es ist. Mhm. So, jetzt brauchst du in Siegen, das ist ja schon eher kurios, in Siegen einen Hare Krishna Tempel auf. Ja. Warum? Ja. Erste Frage, warum gerade Siegen? Weil ich da wohne. Also ich wohne in Siegen schon seit auch so 6-7 Jahre. So, und die zweite Frage, Tempel. Mit Tempel stellen wir uns irgendwie ein Riesengebäude vor. Wird das ein großes Gebäude? Tempel ist einfach, heißt immer die Gebetsstätte von oder Stätte, wo Vorträge gehalten werden. Ja. Wie groß wird der sein? Wie bitte? Wie groß wird diese Gebetsstätte sein? Ja, so das, also mindestens 50 Menschen aufnehmen. Mindestens 50? Mhm. Ja. Bist du denn jetzt so sag ich mal, hauptberuflich jetzt Hare Krishna-Anhänger? Oder? Nein, also es ist so, dass ich mich, also anfangs fand ich das nur interessant und und irgendwann mal hat es so, war ich dann Sonntagsfest, war ich im Tempel in Köln. Mhm. Und dann hat es einfach so in mir irgendwas so gemacht, was ich jetzt, was man halt nicht so beschreiben kann. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann war mir an dem Abend so klar, was ich eigentlich so machen soll. Und das war jetzt vor kurzem. Also du bist nebenher noch beruflich auch tätig? Ich habe gekündigt. Du hast gekündigt, ah ja. Und willst dich jetzt ganz dieser Sache widmen? Ich habe gute Stelle gehabt als Filialleiter. Mhm. Bei einem Textildiscounter seit 2 Jahren sehr erfolgreich, habe Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Also insofern ist das ja wirklich jetzt ein Schritt in ein ganz neues Leben. Ja, also eigentlich Rationaldenken im westlichen Sinn gelernt. Ja. Wie ist es denn überhaupt denn jetzt dann so finanziell? Wie wirst du dich finanzieren? Dafür wird immer so von oben halt gesorgt. Also dafür brauche ich mir absolut keine Sorgen machen, absolut um nichts. Also ja, Moment, das wird von oben, wer sorgt dafür? Die Vorsehung von Gott, von Krishna halt. Okay, aber ja, was heißt das im Klartext? Du hast deine Stellung gekündigt, du wirst jetzt kein Geld mehr verdienen. Ja. Du baust, versuchst einen Tempel aufzubauen in Siegen. Mit welchen Geldern übrigens? Es wird einfach so da sein und es ist auch von Räumlichkeiten, vom Raum her. Wie, es wird einfach so da sein? Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ja, ganz genau. Und schon, also so mehrere Räume so zur Auswahl habe ich doch. Also, dass ich jetzt mir wirklich so Raum dafür aussuchen so kann. Aber woher kommt denn das Geld für die Ausstattung der Räume? Also für die Miete, also das wird einfach auch gespendet. Also ach so, durch Spenden. Mhm. Ganz genau. Und für die Ausstattung braucht man nicht viel. Also ja. So, jetzt aber nochmal zu deiner Person. Du musst ja von was leben. Woher kommt dein Geld? Es kommt einfach so durch Freunde, durch Familie, durch Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Das heißt, du hoffst und vertraust dann auch, wie du es gerade gesagt hast, so auf die Vorsehung oder auf das Schicksal oder auf Gott? Ja, ich lebe schon so seit jetzt. Ja, das heißt, du wirst dann aber auch sehr bescheiden leben. Große Sprünge kann man da nicht machen. Es geht nicht um die große Sprünge. Mhm. Also es geht um das Materielle, ist eine Illusion. Also es ist überhaupt nicht wichtig. Und es geht einfach um Verstehe. Das heißt, im Materiellen braucht man ja eigentlich auch gar nicht viel. Man muss etwas essen und man muss irgendwo schlafen. Und dann, ganz genau. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Ich würde dich gerne noch was zu der Religion fragen. Ja. Kannst du mir sagen, ob es so einen zentralen Leitsatz dieser Religionen gibt? Beispielsweise im Christentum könnte man sagen, die zentrale Aussage des Christentums ist die Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie ist das bei Hare Krishna, bei deiner Religion? Ja gut, da muss ich auch noch was sagen. Im Christentum ist auch eigentlich steht an die erste Stelle nicht die Liebe zu den Mitmenschen, sondern die Liebe zu dem Gott. Liebe deinen Gott und dann liebe deinen halt Nächsten. Bei Hare Krishna ist es genauso. Mhm. Auch die Liebe halt. Die Liebe zu Krishna, also die Liebe zu ihm. Also darum halt geht es. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war das so eine Modeerscheinung. So Hare Krishna Mönche sah man hier in Köln schon mal auf der Fußgängerzone. Die waren dann so ganz orange gekleidet und sangen. Das gibt es immer noch. Das gibt es immer noch. Die sangen dann für uns fremdländisch klingende Dinge und haben dann halt auch um Spenden gebeten. Es geht um das Mantra, Hare Krishna, Hare Rama. Mhm. Also das heißt übersetzt, also ich verneige mich vor dir, du großer Krishna. Ja. Das heißt, du hast auch dann so einen orangen
orangenfarbenes Gewand? Nee, also ich laufe ganz normal in Zivilkleidung. Ach so, also, ja. Absolut, ich habe auch Piercing, habe gefärbte Haare, also völlig... völlig normal. Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, halt, dass man, wenn man Menschen von irgendeiner Sache so begeistern will, weil man davon überzeugt ist, ja, darf man nicht irgendwie als Exot rumlaufen. Aber wenn ich im Tempel bin, bin ich genauso angezogen. Ach, das heißt, du willst aber schon auch missionieren? Nee, nicht missionieren, darum geht es mir nicht. Mhm. Es geht einfach um... den Menschen ein Wissen zu vermitteln, das ist außerhalb vielleicht vom... Okay, aber in der Hoffnung, dass die Menschen zu dir freiwillig kommen? Ja, aber für sich selber halt, nicht für mich, sondern für sich selber halt. Weil außerhalb von diesen materiellen halt Sachen, von mir aus Viva und MTV und tolle Automatik... Ich sage es deshalb, weil mir sind alle Religionen erstmal unsympathisch, die missionieren wollen. Ja, mir ist am allerliebsten, wenn eine Religion da ist und sagt, wenn du kommen möchtest, dann komm. Und dann entscheidet jeder, wie er das gerne möchte. Ganz genau, ganz genau. Und es gibt bestimmt auch noch andere Wege, das Allerhöchste zu erreichen. Das Allerhöchste zu erreichen ist eigentlich das was danach kommt, also nach diesem Durchgang hier auf dieser Erde halt. Ja. Und dann, wie man gehandelt hat oder wie man was man für Taten gehabt hat, das ist so wirklich auch dann auswirken auf das nächste Leben. Ja. Also Kali, wir könnten noch ganz lange reden, das wäre sicher sehr spannend. Das würde ich auch gerne tun, aber wir haben ja nur die bestimmte Zeit zur Verfügung. Mhm. Das ist schon interessant, was du da machst, und da wünsche ich dir natürlich auch alles Gute und viel Kraft und viel Zuversicht und auch viel Erfolg für das, was du vorhast. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's mit Stefan. Stefan ist 41 Jahre alt. Guten Morgen, Stefan. Hallo. Hallo, Stefan. Hallo, Domian. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Du willst mir erzählen von deinem zweiten Leben. Ja, ich habe jetzt das zweite Leben eines Schwulen begonnen. Ach, guck. Beziehungsweise begonnen, also ich lebe es jetzt richtig aus. Bitte? Ich lebe es jetzt richtig aus. Ja, jetzt, das heißt jetzt seit kurzem erst. 5. Juli bin ich geschieden und kann das jetzt also ganz für mich allein leben, ja. Ja. Im hohen Alter von 41 Jahren hat er sich dann endgültig dafür entschieden. Genau. Wie hast du vorher ein Doppelleben geführt? Ja, also als die Kinder geboren wurden, meine zwei Töchter, die sind jetzt 8 und fast 10 und um die Zeit rum bin ich halt mal in die Sauna gegangen. Und hatte so den ersten Kontakt zu Männern. Also in eine schwule Sauna, ja, wo man dann auch Sexkontakte haben kann. Genau. Das heißt, während der ganzen Zeit, also als die Kinder geboren wurden damals, fing das an. Also vor 10 Jahren ungefähr. Ja. Mhm. Hattest du denn dann die letzten 10 Jahre immer wieder mal sexuellen Kontakt oder gar eine Beziehung zu einem Mann, heimlich? Also das war eben nur so 1-2 Mal im Jahr. Mhm. Und eine feste Beziehung habe ich bisher noch gar nicht richtig gehabt. Ja. Ich hatte auch keine, also andere schwule Väter, die ich kenne, die haben über Internet Beziehungen oder Kontakte gehabt. Und das hatte ich also die ganze Zeit nicht. Mhm. Internet habe ich erst jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Mhm. Wann hast du denn deiner Frau gesagt, was los ist? Das war jetzt so im Sommer vor 4 Jahren, 2002. Ah ja, vor 4 Jahren schon. Ja. Das heißt, die letzten 4 Jahre waren dann wahrscheinlich eher problematisch in eurem Leben, in eurem Eheleben. Ja, da ging es hoch und runter. Mhm. Du hast also erst war so das Gefühl oder die Ansicht, ja gut, du weißt jetzt, was mit dir los ist und das kannst du ja sagen, aber du bist halt Vater und solltest halt versuchen, so in der Familie zu leben und... Wie war denn zu der Zeit dein Verhältnis zu deiner Frau? Ja, was heißt normal? Naja, es hätte ja sein können, dass da schon Spannungen waren. Es hätte auch sein können, dass es eigentlich ein sehr gutes Verhältnis war. Wie war es? Oder distanziert schon? Nee, würde ich nicht sagen. Normal. Normal, inklusive Sexualität. Ja. Ja, also ja, du hast mit deiner Frau auch noch bis zum Schluss geschlafen? Nein, nicht mehr ganz bis zum Schluss. Also nach dem Outing, nachdem ich das ihr gesagt habe, einmal und dann war es eben schwierig. Ach so, ja. Du hast dich noch nie in einen Mann verliebt? Doch, ja. Doch, das schon.
Ja. Naja, es ist nur schwierig, da eine längere Beziehung aufzubauen. Also, aber es gab noch keine Beziehung in dem Sinne? Nee, keine längere feste. Also ich habe eben jetzt im engeren und intensiveren Kontakt zu zwei, drei. Aber das ist eher, weiß ich nicht, ja, freundschaftlich. Ich frage es deshalb, weil ich dich wiederum fragen wollte, woher wusstest du, dass du schwul bist? Es hätte ja sagen können, dass du bisexuell bist und eben auch mal Sex mit Männern magst, aber eigentlich auf Frauen stehst. Wie ist dir das so klar geworden? Das ist so eine Entwicklung eben über die Jahre. Und das war einfach nur jetzt die Beziehung zu meiner ehemaligen Frau. Und dann eigentlich immer weiter und immer stärker eben die... Dann haben die Frauen... Der Bezug zu Männern. Verstehe, also auch in den Gedanken so haben Frauen dich gar nicht mehr so interessiert. Ja. Hast auch den Frauen nicht mehr so nachgeguckt auf der Straße. Genau, also ich habe dann sozusagen ausschließlich nur noch den Männern hinterhergeguckt. Das heißt, du würdest heute sagen, du bist ein fast hundertprozentiger schwuler Mann. Ja, genau. Ja. Mhm. So, jetzt geschieden wann hast du gesagt, jetzt im Sommer? Jetzt vor zwei Monaten, also Anfang Juli. Ja, Anfang Juli. Wie lebst du jetzt im Moment? Wie lebe ich jetzt? Alleine erstmal. Erstmal alleine? Ist ja wahrscheinlich auch... Kleine Wohnung, weil da ist halt wirtschaftlich Vorgeschichte. Ich bin halt länger arbeitslos und kann mir jetzt im Grunde nur eine Einzimmerwohnung leisten. Das ist natürlich schwierig, weil die Kinder können nicht übernachten. Ach so. Könnten mich nur tagsüber besuchen. Und es ist aber so, dass wir uns geeinigt haben, sie sollen also nicht aus ihrem Lebensumfeld so rausgerissen werden, wie so normal diese Scheidungsfälle, 14 Tage immer so wechseln. Sondern ich gehe die halt in der alten Wohnung besuchen. Achso, das heißt, dein Verhältnis zu deiner ehemaligen Frau ist okay? Ja, gut, da gibt's halt immer ein bisschen Spannung und jetzt auch, sag ich mal, nach der Scheidung, wo sie eben mitkriegt, dass mir eben gut geht, weil ich mein eigenes Leben lebe, gibt's natürlich auch ein bisschen Spannung, aber das lässt sich irgendwie aushalten. Habt ihr denn oder hast du den Kindern auch erzählt, was los ist? Also ich selber nicht. Meine Dame, Frau, die hat eben kurz nach dem Outing ihnen gesagt, ja, der Papa hat mir erzählt, er liebt andere Männer. Und zwar also im Zusammenhang, weil es ihr schlecht ging und wir hatten eben da natürlich auch entsprechende Gespräche und dann hat sie eben geweint, ging es schlecht und die Kinder wollten das eben wissen oder sie haben das eben auch mitgekriegt und aber dann du hast gesagt, den Papa hat mir gesagt, er liebt andere Männer. Und das war's bisher? Ja. Gut, aber vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn du mal mit deinen Kindern sprechen würdest und ihnen das erklärst. Ja, habe ich jetzt inzwischen auch schon gemacht, so in dem letzten halben Jahr, weil die Kinder sind eben größer und gut, das Thema jetzt räumliche Trennung und Kontakt zu anderen Schulen und Schulenvätern und man macht Aktivitäten zusammen. Aber dein Verhältnis zu den Kindern ist nach wie vor gut und innig, wie vorher? Ja. Oder gibt es da auch irgendwie Irritationen? Nee. Das nicht? Nee, eigentlich, ja gut, die Ältere, die ist so ein bisschen distanzierter. Ich weiß nicht, war das auch damals vielleicht vom Zeitpunkt her irgendwie, die das anders aufgenommen hat. Die Jüngere ist generell so Papas Kind und da war auch so eine lustige Geschichte vor ein paar Wochen. Da hatte sich dann auch bei ihr in der Klasse ein Elternpaar getrennt und sie war mit dem Mädchen bei der Oma und da hat sie dann einfach so Kindermund gefragt, ist dein Papa auch schwul? Und da habe ich ihr dann gesagt, also hör mal, Trennung oder... Muss schwul, nicht immer schwul sein. Ja. Genau, das ist eher die Ausnahme als die Regel und sei ein bisschen vorsichtig mit dem Wort. Wie, alle vertragen. Wie ist es denn so in deinem familiären Umfeld? Ich weiß nicht, leben deine Eltern noch? Ja. Und sonstige Verwandten, bist du jetzt da auch offen schwul oder wird es doch noch geheim gehalten? Nee, also die wissen das, die haben das auch ziemlich schnell, ich habe ihnen das ziemlich schnell gesagt, das war so im Herbst 2002 und ich habe mich gewundert, also meine Patentante zum Beispiel, die hat das sehr locker aufgenommen und gut, wie das so üblich ist, die Väter oder mein Vater hatte da oder hat da seine Probleme mit und... Aber es wird sich schon fügen, meinst du? So, ja. Jetzt fehlt nur noch ein Mann, ne? Eine große Liebe. Ja. Den kann man natürlich nicht herzaubern, das ist mir schon klar. Aber du hast ja schon mal die Grundvoraussetzungen geschaffen, dass sich so etwas ergeben kann oder und auch dann ordentlich ergeben kann, nämlich ehrlich ergeben kann, ja, ohne ein Versteckspiel dann zu betreiben. Ja.
Ertappst du dich manchmal dabei, dass du denkst, Mann, oh Mann, alles viel zu spät? Ich hätte das schon vor 10 Jahren machen müssen. Ja, da sage ich eigentlich eher, da hätte mich so halt um die 20 rum irgendwie einer wachküssen oder verführen müssen. Also ja. Ich habe es wirklich nicht gemerkt. Ja. Genau, das wollte ich gerade noch fragen. So früher, als du so um die 20 warst oder ein bisschen älter, überhaupt nicht gemerkt? Oder ist dir schon mal aufgefallen, dass du schon mal Karls nachguckst? Nee, eigentlich, also die Zeit gar nicht. Ich habe mal irgendwann jetzt so ein Nachdenken so mal irgendwie während der Schulzeit, so in der 10. Klasse mal so einen mal gehabt, den ich auf dem Schulhof immer mal gesehen habe, den ich mal so intensiver angeguckt habe. Mhm. Aber jetzt so gerade so Pubertät und 20 Studentenzahlen und so weiter. Keine Fantasie. Waren das eher die Mädchen und ganz normal Tanzkurs und ja. Ja, dann ist es jetzt auch so dein Weg und das ist jetzt so, wie es ist. Und dann muss man auch nicht drüber nachdenken, ach, hätte ich doch mal damals und so. Jetzt du hast jetzt und um jetzt geht es, um die Gegenwart geht es. Ja, und um die manchmal Zukunft. Denke ich schon so, ach ja, gut, wenn es halt so mal 10 Jahre eher gewesen wären. Aber nee, im Moment fühle ich mich auch eher wie ein, weiß ich nicht, Mitte 20-Jähriger als ein 40-Jähriger. Ja, Stefan, dann wünsche ich dir wirklich jetzt einen guten Start ins neue schwule Leben. Ja, und tolle Erlebnisse und vor allen Dingen bald einen tollen Mann und eine große Liebe. Ja, vielen Dank und dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschö. Nicole ist hier. Nicole ist 30. Guten Morgen. Hallo, Nicole. Hallo. Ja, hallo, Nicole. Morgen, Jürgen. Ich grüß dich. Ja, du hast dich auch bei uns gemeldet zu dem Thema das zweite Leben oder dein zweites Leben. Ja, das war der 6. Juli 2000 und da war ich um 14.53 Uhr an einer Tankstelle in Recklinghausen und hinter mir stand ein Opel Kombi und derjenige, dem das Auto gehörte, war ein Kfz-Mechaniker und hatte sein Auto zuvor eine Woche vorher in Holland umbauen lassen zu Erdgas, ist dann daraufhin eine Woche später nach Italien gefahren und wollte einen Füllstutzen für Flüssiggas holen, für Erdgas holen, aber leider hat er den fatalen Fehler getan, als eigener Kfz-Meister hat er den als Flüssiggas geholt. Entweder bringe ich das jetzt durcheinander, das ist richtig, die Fakten. Flüssiggas hat 20 Bar und Erdgas hat 200 Bar. Mhm. Das führte dann zu einer Verpuffung und ich befand mich 3 Meter davor in einem anderen Auto. Ja. Ich habe das also gar nicht realisiert, weil eine Explosion, die findet so schnell statt, das geht gar nicht, das kann der Kopf gar nicht so schnell verarbeiten. Also mit dem Gas, das habe ich jetzt nicht richtig kapiert, aber ist glaube ich auch egal, der hat ja irgendwas Falsches zusammengemischt mit dem Gas. Das führte dazu, dass es explodiert ist. Ja. Und eine heftige Explosion. Ja, die war nach Angaben der Kriminalpolizei und von Statistikern 30 Kilometer noch weiter am Boden festzustellen. 30 Kilometer noch? Ja. Das und du standst ein paar Meter davor? Nicht davor, ich saß in einem anderen Auto, also das war eine große Aral-Tankstelle und ich saß direkt davor in einem anderen Auto. Ich hatte, weil das halt im Hochsommer war, ein ganz kleines Stückchen das Fenster runtergekurbelt und das hat mir eigentlich das Leben gerettet, weil die Druckwelle, die ging unter das Auto her, ansonsten wäre sie durchs Auto und dadurch, dass das Fenster ein Stück auf war, konnte der Druck dadurch entweichen und trotzdem hat durch die Druckwelle das Auto, in dem ich mich befand, das war ein Opel Corsa, ist der Druck unter das Auto her und hat das Auto abgehoben, so circa 1,80 Meter und hat sich dann etwas seitwärts wieder aufgestellt. Das ist hochgehoben worden, das Auto? Ja. Und dann wieder runtergekracht? Und dann wieder runter. Ich habe davon aber alles gar nichts mitbekommen. Erst Monate später durch Gesprächstherapien mit Ärzten und so. Und ich bin dann einfach ausgestiegen. Ich habe nur gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Das heißt, du warst nicht körperlich verletzt? Nee, nicht wirklich, nein. Ja. Nein, nicht wirklich. Ich bin dann ausgestiegen. Ich habe mich nur gewundert, irgendwas ist passiert. Ich habe irgendwie gedacht, Terroranschlag oder ich weiß nicht was. Das war einfach zu viel. Hat denn hinter dir irgendwas gebrannt? Ja, was ist... Ja, okay, jetzt kommen wir zu dem herberen Teil der Geschichte. Ich habe mich dann umgeschaut und der Verursacher von dieser ganzen Tragödie, der war gespalten von Kopf bis zum Genitalbereich und die Körperteile, die sind überall rumgeflogen. Der Fußrumpf, der stand ein paar Meter weiter weg und selbst 200 Meter weiter an einer Geschäftsglasscheibe klebte noch Blut und Körperteile. Das hast du gesehen, das war dein Anblick, du hast es gesehen.
Ja, ich habe das gesehen und da war eine Kfz-Angestellte der Aral, eher so ein Mannsweib-Typ, und die hatte da ihm geholfen und er wurde schon eine Woche vorher von ihr vorgewarnt, dass dort was nicht stimmen würde und er soll doch bitte in eine Fachwerkstatt gehen. Das war der letzte, das war der letzte Stand der Dinge. Und sie schaute in diesem Moment in diesen Erdgastank im Kofferraum rein und sagte nur mit letzten Worten, was ist da los? Und dann hat es geknallt und ja, sie hatte ein Bein und einen Arm sofort weg. Woher weißt du das, dass sie das gesagt hat? Du saßt doch im Auto. Ja, das konnte man rekonstruieren anhand, weil mein Ex in diesem Moment am Tanken war und er hatte das etwas besser verfolgt wie ich. Also es war aber kein Brand, es gab kein Feuer. Nö, nicht wirklich. Das nicht. Eine extreme Explosion. Ja. Der Mann wurde zerfetzt. Ja. Die Frau schwer ebenfalls geschädigt. Ja, die kam dann ins Unfallkrankenhaus nach Bochum und ist dann nach mehreren Operationen gestorben. Also zwei Todesopfer? Ja. Das heißt, ihr hättet auch tot sein können? Theoretisch, ja. Theoretisch, ja. Das habe ich gar nicht ganz verstanden. Dein Freund war... Mein damaliger Lebensgefährte, genau. Der war ausgestiegen? Der war ausgestiegen und war am Tanken, der wollte gerade zum Häuschen gehen und bezahlen. Und in dem Moment knallte das und ihm flog dann noch die Motorhaube entgegen wie eine abgepellte Mandarinenschale. Ist er auch schwer verletzt worden? Nein. Er hat es also, muss sagen, er hat es sehr gut verpackt. Wir haben uns danach kurze Zeit später getrennt. Und, aber dann habt ihr ja beide wirklich auch ein gigantisches Glück gehabt. Ja. Ihr wart so nah daran, je nachdem, ihr hättet ja auch wirklich tot sein können oder schwerst verletzt. Ja. Deswegen auch dein zweites Leben, das war dein Geburtstag. Was hast du gesagt, der 6.7.2000, ne? Der 6.7.2000 und seit diesem Tag mache ich jedes Jahr am 6.7. eine kleine Piccolo-Flasche auf, trink die für mich und grinst mir ein. Und ich lebe das Leben anders. Ich werde bald 31 und bin eine hübsche, junge, attraktive Frau. Und da könnte man meinen, hey, die ist immer noch locker drauf. Und das bin ich. Ich bin ein bisschen abgedrehter wie andere, weil mich nicht mehr so schnell was schocken kann. Aber ich bin auch ernster mit vielen Dingen geworden. Ich würde nicht mehr so leichtsinnig einige Dinge machen, vielleicht wie früher. Oder ich reg mich zum Beispiel am meisten auf, wie manche Leute aus manchen kleinen Problemchen Drama machen. Hey, Anstoß gegeben hat es mir eigentlich gestern mit diesem Rudi, der so viel Pech hatte mit Krankheit, mit dem Tod seiner Tochter und dem Tod seiner Frau. Daraufhin habe ich dann sofort an eure Redaktion eine E-Mail geschrieben, dass er doch froh sein soll. Und dann hatte ich das kurz erwähnt. Daraufhin hatte sich dann eure Redaktion bei mir gemeldet. Natürlich hat er viel Pech gehabt, aber ich sag mal so, da soll man sich nicht hängen lassen, sondern weitermachen und stolz drauf sein, dass man einen Schutzengel hatte. Ja, den hattest du wirklich. Ja. So ein Gefühl, dass man das Leben vielleicht mehr wertschätzt, wenn man so einer Katastrophe entgangen ist, dass man vielleicht Dinge auch viel noch anders sieht, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe schon gehört von Leuten, die sagen, das hält so eine gewisse Zeit an, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr verflüchtigt sich das auch wieder. Ist das bei dir auch so? Also jedes Mal, wenn ich an diese Geschichte denke, so wie jetzt, wo ich drüber spreche, da fange ich an zu zittern, bin ich wieder nervös und dann weiß ich es wieder zu schätzen, spätestens dann. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, du warst dann auch in Psychotherapien danach, um das zu verhindern. Also nicht sofort, ich wurde danach erst ins Krankenhaus gebracht zur Erstversorgung. Aber das hat jeder gar nicht interessiert. Der diensthabende Arzt hat mir Psychopharmaka gegeben. Die habe ich dann genommen. Da kam dann einmal eine Beraterin von der Polizei und hat mich da versucht zu beruhigen. Und irgendwann nach Monaten ist meinem Hausarzt aufgefallen, dass ich nie irgendwie darüber was Negatives erzählt habe. Er fragte mich, ja, wie geht's dir denn jetzt danach? Ja, alles okay. Und dann irgendwann ist ihm dann wohl so ein Licht aufgegangen und dann fragte er mal, sag mal, nimmst du Tabletten? Und dann sagte ich, warum? Und dann fragte er, was für eine Tablettenname das haben würde und dann habe ich ihm das genannt. Und dann sagte er mit großen Augen, also bitte sofort absetzen, sonst bist du bald abhängig. Und dann habe ich die abgesetzt und Wochen später fing das dann an. Dann habe ich diesen Knall durch diese Explosion, dann habe ich den erst wahrgenommen. Und dann fingen auch die ganzen Angstzustände an. Und bist dann in eine richtige Psychotherapie gegangen? Ja, ich habe die irgendwann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass das keiner versteht. Eine Gasexplosion in einem Haus ist schon häufiger. Eine Explosion vielleicht auf einer Arbeitsstelle, wo irgendwelche Leute unter Tage irgendwo was machen oder so, gibt's auch. Aber eine Gasexplosion ist vom Stand der Dinge von 2000 zu diesem Zeitpunkt damals
das zweite Mal auf der ganzen Welt passiert. Wer soll mich denn da verstehen? Ja, ja. Es geht ja nicht um diese Ängste. Die Ängste habe ich überwunden. Ja. Das ist nicht das Thema. Ja. Aber nur dieses Verständnis zu haben, dass das jemand nachvollziehen könnte. Ja. Ja. Ich glaube auch, das kann keine wirklich nachvollziehen. Mm-mm. Das kann dein Begleiter nachvollziehen, der das miterlebt hat. Ja. Aber ja, wir sind leider unglücklich damals auseinandergegangen. Mm-mm. Vielleicht auch aus diesem Grunde, ich weiß es nicht, ist auch abgehakt, aber... Also Nicole, ich gratuliere zu dem zweiten Geburtstag. Ja, ich danke. Den es ja schon 6 Mal dann zu feiern gab. Ja. Da hast du wirklich einen Schutzengel und das macht einen vielleicht auch auf Lebensdauer demütiger, ne, sowas. Mhm. Ja. Macht es auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, von Herzen. Ja, danke schön, weiter so. Tschüss Nicole, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Susanne, 23 Jahre, und Klaus, 46 Jahre. Hallo. Wen habe ich zuerst? Klaus. Oh, du klingst aber weit weg. Ich bin ja auch weit weg, in den USA. Du bist in den USA? Ja. Das ist ja doll. Und ihr hört uns in den USA? Ja, Online-Radio. Im Online-Radio. In einer wunderschönen Zeit um 5 bis 6 Uhr nachmittags. Ja, das ist eine tolle Zeit. Wo bist du denn in den USA? Wir sind in Idaho. In Idaho? Und im Nordwesten. Ja. In einer Stadt, die man kennt, oder irgendwie auf dem Land? In der Hauptstadt, aber die hatten ungefähr 300.000 Einwohner. Um es vergleich ungefähr in Deutschland mit Münster zu vergleichen. Ja. Flugland, Universitätsstädtchen mit sehr viel Lebenskomfort und sehr netten Leuten. Ja. Jetzt habt ihr euch aus der Ferne, aus den Vereinigten Staaten bei uns gemeldet zum Thema Mein zweites Leben. Warum? Ja, weil wir ausgewandert sind und haben vor 2 Jahren in Las Vegas mit der Familie geheiratet. Ja. Und da hat der Familie Bescheid gesagt und eröffnet, dass wir in die USA auswandern wollen. Ja. Und dass wir den ganzen Visumskram jetzt dieses Jahr realisieren können und sind seit 2 Monaten hier. Das heißt, ihr seid seit 2 Jahren jetzt, lebt ihr in den USA? Das verhindern. Wir haben vor 2 Jahren der Familie gesagt, dass wir es planen. Ja. Und der ganze Visumprozess ist sehr aufwendig und kostet sehr viel Geld, ja, um hier zu sein. Und seit 2 Monaten sind wir jetzt hier. Ja, die Leitung ist so ein bisschen schwer. Ich tue mich schwer, dich zu verstehen, aber wir versuchen es mal noch ein bisschen. Was machst du beruflich in den USA? Ich habe mich selbstständig gemacht. Ja, als was? Da habe ich in Deutschland auch eine Firma. Wir verkaufen Lärmschutzwände. Ja. Und zwar ökologische Produkte, begrünte Lärmschutzwände. Ah ja. Das heißt, unsere sehen aus wie Hecken oder kleine Waldreihen. Ah ja. Und nicht so hässlich wie welche aus Beton oder aus Aluminium. Und da besteht ja auch ein großer Bedarf. Bestimmt, ja. Würdest du sagen, jetzt, wenn du jetzt schon so ein bisschen ein Resümee ziehst, das war eine gute Entscheidung, in die USA gegangen zu sein? Ich fühle mich ja sauwohl. Ich fühle mich mehr als sauwohl, meine Frau auch. Man kann es beruflich noch nicht sagen. Meine Frau ist Mathematikerin. Ja. Wir sind gerade an, sich hier zu bewerben. Da sind alle Chancen da. Mhm. Mit meinem Business muss man schauen. Das ist ein Projektgeschäft. Mhm. Das zieht sich über Monate und Jahre hin. Aber vom Lebenskomfort her, haben wir einen großen Schritt in die Zukunft getan. Das ist ja toll. Deine Frau ist die Susanne. Ist Susanne. Ich bin's immer. Ja, das wäre sehr nett. Dankeschön. Hallo Domian. Hallo Susanne, das ist ja schön von euch zu hören, aus der fernen, fernen Welt. Und du bist Mathematikerin. Genau, ich habe Mathematik und Informatik auf Diplom studiert an der Uni Münster. Und schon fertig mit 23? Fast fertig, ja. Alle Prüfungen sind weg und jetzt schreibe ich noch meine Diplomarbeit. Und das konnte ich aber Gott sei Dank mit meinem Professor absprechen an dieser Stelle, wenn er mich hört. Ein großes Dankeschön. Er es ermöglicht hat, dass ich die Diplomarbeit von so weit wegschreiben kann. Ja. Würdest du denn auch dich deinem Partner anschließen und sagen, das ist eine ganz tolle Sache, ich fühle mich auch sehr wohl in den USA? Für mich persönlich ja. Grundsätzlich ist es natürlich immer eine Frage von den persönlichen Umständen. Für uns ist es relativ einfach. Wir haben nur uns beide und eine Katze, die haben wir mitgenommen. Ja. Sobald Kinder ins Spiel kommen, ist es natürlich dann um einiges schwieriger. Dann hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Ja. Aber für unseren speziellen Fall war es so, dies ist die absolut richtige Entscheidung. Gibt es denn manchmal so doch heimlich ein bisschen Heimweh in bestimmten Situationen? Heimweh in dem Sinne nicht. Es gibt natürlich so Situationen, wo man denkt, ach, das wäre jetzt schön. Wenn es also darum geht, dass meine Nichte wurde gerade eingeschult und die ganze dabei zu sein. Ja, dann ist es natürlich traurig. Oder wenn man im Supermarkt steht und denkt, verdammt nochmal, wenn man jetzt ein schönes Vollkornbrot hätte, dann wäre es auch nicht schlecht.
Aber im Großen und Ganzen, also dass wir jetzt wirklich hier sitzen und sagen, wir haben Heimweh, wir wollen das dann doch nicht. Irgendwas zu sehen, das die, liebe Susanne, die Sendung ist gleich rum. Du grüßt bitte ganz herzlich den Klaus nochmal und ich freue mich, dass es euch so gut geht und dass ihr das nicht bereut und wünsche alles Gute und viel Glück weiter in den USA. Ja, danke schön. Tschüss. Dankeschön.